Das könnte es sein. Nein, aber vielleicht so? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Vielleicht, wenn man das so macht? Nein, macht keinen Sinn. Habt ihr das schon entschlüsseln können, was der Boss uns geschickt hat? Nein, du vielleicht? Ah, ich hab's. Ah! Nein, doch nicht. Oh! Gibt's noch eine andere Möglichkeit, das rauszufinden? Hat von euch jemand noch eine Idee? Ich hab eine Idee. Wie wär's, wenn wir das Krypto anonym schicken und der entschlüsselt es uns dann? Gute Idee. Wir benutzen Krypto, um an die Nachricht zu kommen und der merkt da gar nichts von. Machen wir das. Mal sehen, was hier in der Agentenhöhle wieder so abgeht. Mal wieder ganz schön unordentlich. Naja, bald müssen wir wieder ausmisten. Hey Krypto, da ist eine Nachricht für dich angekommen. Oh, lass mal sehen. Aha, ein anonymer Brief mit der Bitte, die beigelegte Nachricht zu entschlüsseln. Vielleicht von einem anderen Agentenkollegen. Dem ist es bestimmt mal wieder peinlich, weil er die Nachricht nicht selbst entschlüsseln kann. Aber für mich ist das ja überhaupt kein Problem. Krypto, der Meisteragent. Und Krypto, kannst du sagen, wie die Nachricht lautet? Das ist interessant. Eine Nachricht, die mit einer sogenannten Tritemius-Verschlüsselung verschlüsselt wurde. Das zu entschlüsseln ist für mich natürlich total einfach. Die Tritemius-Verschlüsselung ist der mehrfach ausgeführten Caesar-Verschlüsselung recht ähnlich. Auch hier wird der Klartext mit mehreren Geheimalphabeten verschlüsselt. Dazu benötigen wir zunächst ein Klartextalphabet. Danach erstellt man seine Geheimtextalphabete. Die Geheimtextalphabete werden wie folgt gebildet. Ihr nehmt einfach ein gewöhnliches Alphabet und verschiebt es eine Stelle nach links. Das zweite Geheimtextalphabet sind zwei Stellen nach links, das dritte drei Stellen nach links und so weiter und so fort. Nun möchte ich euch zeigen, wie man mit Hilfe der Tritemius-Verschlüsselung ein Wort verschlüsselt. Nehmen wir Krypto. Nun gehen wir zum ersten Buchstaben unseres Klartextwortes K. Es steht an erster Stelle, also benutzen wir das erste Geheimtextalphabet. Dann gehen wir weiter zum Buchstaben R. Es steht an zweiter Stelle, also das zweite Geheimtextalphabet. Dritte Stelle mit dem dritten Geheimalphabet und so weiter und so fort. Haben wir alle Buchstaben unseres Wortes verschlüsselt? So sind wir fertig und können unseren Geheimtext verschicken. Kryptina! Kryptina! Hallo Krypto, kannst du schon sagen, was in der Nachricht steht? Natürlich, Kryptina! Was denkst du denn, wer ich bin? Ja, schon klar. Krypto, der Meisteragent. Genau, ich bin der Meisteragent. Die Nachricht lautet: Spione, ich habe in Erfahrung bringen können, dass sich die Agenten morgen Mittag im Park treffen wollen. Findet heraus, was sie vorhaben. Bei unserer nächsten Besprechung berichtet ihr mir dann davon. Sorgt dafür, dass diese Nachricht unter keinen Umständen in die Hände der Agenten kommt, der Boss. Moment mal, das ist eine Nachricht an die Spione. Ich glaub's nicht. Die haben uns ihre Nachricht geschickt, weil sie sie nicht entschlüsseln konnten. Diese Information werden wir natürlich sofort weiterverwerten. Aber Krypto, die Spione warten doch sicherlich auf eine Antwort. Was sollen wir denn jetzt machen? Keine Sorge, Kryptina. Haha, ich habe da schon eine Idee. Hahaha, Krypto hat uns tatsächlich geantwortet. Und was will der Boss von uns? Was steht in der Nachricht? Komisch. Bringt mir bitte bis zur nächsten Besprechung Folgendes mit. Ein Glas Gurken, zwei Packungen Eier, ein Sack Kartoffel, drei Beutel Orangensaft und eine Packung Klopapier. Hä? Der Boss will, dass wir für ihn einkaufen gehen? Besser, wir besorgen ihm das Zeug mal, oder? Hat jemand Geld dabei? Wartet auf mich. Klasse! Jetzt könnt ihr die Tritemius-Verschlüsselung benutzen, um geheime Nachrichten zu schreiben. Übrigens, diese Tabelle nennt sich Tabula Recta und wurde von Johannes Tritemius erfunden. Er lebte von 1462 bis 1516.
Außerdem schrieb er die ersten deutschen Bücher, die sich mit der Kryptographie beschäftigen. Jetzt macht euch an die Aufgaben. Bis zum nächsten Mal. Euer Krypto!